Wir haben ja am 21. Juli alle sogenannten Ämter und Behörden der Republik Österreich bereits verstaatlicht. Und somit sind wir jetzt der neue Gesetzgeber in diesem Land. Du brauchst keine Versicherung zahlen, du brauchst ein Haus nicht zahlen, du brauchst auch nichts zurückzahlen, ja, du brauchst gar keine Kfz zahlen. Klingen tut sich gut, nicht? In Wirklichkeit hatte der Großteil, auch von denen, die da im Gerichtssaal drinnen waren, hat niemand irgendetwas hinterfragt. Die haben einfach das weiter verkauft, was die Monika propagiert hat und gesagt hat und behauptet hat. Die Präsidentin ist nicht abwählbar, besitzt Immunität und alleiniges Vetorecht. Ich meine, ich kann da nicht mein Kind erziehen, ich nehme alles vom Staat und ich erkenne ihn nicht an. Das kann es nicht sein. Das haben wir, glaube ich, als Republik Österreich wohl wirklich nicht notwendig, dass wir uns hier bedroht fühlen von so einer wirklich dilettantischen Bewegung. Als uns Nora Zoglauer das erste Mal Szenen wie die zuletzt gezeigt hat, haben wir unseren Augen nicht getraut. Hunderte Staatsverweigerer, die behaupten, dass sie aus dem Staat Österreich ausgetreten sind. Dass sie keine Steuern bezahlen müssen, dass sie Gesetze, Polizei und Gericht einfach ignorieren können. Und die Vertreter von Justiz, Legislative und Exekutive, die haben jahrelang fast hilflos reagiert, wenn ihnen seltsame Stehsätze wie ab jetzt gilt Naturrecht oder die Firma Österreich könne einem nichts anschaffen, entgegengehalten wurden. Und das alles in zum Teil sehr aggressiver Form. Vielleicht hat Nora Zoglauer mit ihren Reportagen dann auch dazu beigetragen, dass der Staat reagiert hat. Mit neuen Gesetzen und vor allem entschlossener strafrechtlicher Verfolgung. Jetzt ist gerade ein großer Prozess gegen Mitglieder des sogenannten Staatenbundes Österreich zu Ende gegangen. Mit einer noch nicht rechtskräftigen, sehr strengen Bestrafung der Chefin. Wegen Hochverrats. Was hat das in der Szene bewirkt? Jetzt erst recht oder hat man einige Mitglieder zum Nachdenken gebracht? Nora Zoglauer beginnt ihren Film mit Szenen aus der Hochblüte des Staatenbundes, als man in einem Gasthaus in Graz Parlament, Ämter und Behörden für aufgelöst erklärt hat. Bierbaum an der Safen bei Bad Blumau in der Oststeiermark. 232 Menschen leben hier. Aus diesem Ort kommt eine Frau, die von manchen als Staatsfeindin Nummer 1 empfunden wird, Monika Unger. Im Oktober 2015 gründete sie in einem Gasthaus in Graz einen eigenen Staat. Den Staatenbund Österreich. Wir haben ja am 21. Juli alle sogenannten Ämter und Behörden der Republik Österreich bereits verstaatlicht. Es hat ja alles schon stattgefunden. Und somit sind wir jetzt der neue Gesetzgeber in diesem Land. Alle Parlamente sind aufgelöst. Alle Firmen, die vorgegeben hatten, Ämter zu sein, sind aufgelöst. Die Strommannkonten sind rückgängig zu machen und wertzustellen. Alles Vermögen ist den Menschen zurückzugeben. Die Präsidentin ist nicht abwählbar, besitzt Immunität und alleiniges Vetorecht. Waisenräte sind mit dem Göttlichen verbunden. Das Göttliche steht an erster Stelle und sie agieren ausschließlich zum Wohle aller Menschen. Im Tankstellencafé M3 in Bad Blumau sind Monika Unger und die Staatsverweigerer das Gesprächsthema. Bei ihren zahlreichen Veranstaltungen hat die selbstständige Energetikerin versucht, laufend neue Menschen anzuwerben. Ich bin ein paar Mal gefragt worden, ob ich nicht zu der Versammlung gehen würde. Die Versammlung war immer am Bergstall. Da. Und ich soll mir das einmal anhören. Und ich habe mir nachher bei mir, von meinem Wissen aus gedacht, heute aus, da stimmt irgendwas nicht. Weil da hat man gewisse Sachen gehört, du brauchst keine Steuerzahlen, du brauchst keine Nummer dafür, das machen selber, Führerschein, keine Versicherungen, keinen Müll oder wie auch immer. Ja, so kann das nicht gehen. Weil wenn die nie was zahlen wollen und das nicht, aber das Geld wollen sie vom Vaterstaat. Das ärgert sie? Das ärgert mich, weil jeder Staatsbürger trägt dir was bei. Bürgermeister Franz Handler kennt Monika Unger seit vielen Jahren. Hat er eine Erklärung dafür, warum sie in so eine Parallelwelt abgerutscht ist? Ich habe für das keine Erklärung. Mir ist die Frau Unger, die Monika Unger, immer wieder als normale, also gut bürgerliche Frau vorgekommen. Und ich habe mit der Frau Unger auch sehr viel diskutiert. Wir haben natürlich über
politische Ansichten diskutiert, aber die Frau Unger ist mir immer eine sehr seriöse, freundliche Frau untergekommen. Sagen Sie, war sie vor ihrer Inhaftierung, bevor sie da diesen Staatenbund gegründet hat, war sie da integriert in der Gemeinschaft hier? Sie war schon integriert, sie hat sich aber nicht besonders hervorgehoben. Sie hat mich auch zweimal kontaktiert, Punkte ihr Programm, so wie sie es immer bezeichnet hat. Und ich habe spätestens nach der zweiten Zusammenkunft mit ihr gesehen, das ist nicht meine Welt, was sie sich so vorstellt. Sie hat mich auch gebeten, ob ich das beitreten möchte. Und ich habe ausdrücklich gesagt, nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Und das ist aus meiner Sicht komplett verkehrt, das bringt nichts. Und begreifen Sie es? Können Sie es verstehen? Nein, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen, was sie da sich gedacht hat. Meiner Meinung habe ich immer geglaubt, dass dahinter wer steht, der sie zu dieser Meinung treibt. Ich sage sogar, es vorkommt wie eine Sekte. Ich glaube, da steht wer dahinter und die wird, ist eine getriebene Frau. Aber ich kann es nicht weiter beurteilen. Bis zur Verhaftung im April 2017 waren beim Staatenbund Österreich fast 2700 Mitglieder eingetragen. Warum sind Monika Unger so viele Menschen gefolgt? Das sind alles arbeitsscheiche Leute. Die brauchen nichts zahlen. Du brauchst für die Versicherung zahlen, du brauchst für ein Haus nichts zahlen, du brauchst auch nichts zurückzahlen, du brauchst gar kein Kfz zahlen. Klingen tut sie gut, nicht? Das ist rumgegangen und hat das allen gesagt. Ja, das war's. Dafür habe ich vorher gesagt, wenn das ja jeder machen täte, wie der das gemacht hat, dann weiß man was mit Österreich geworden wäre. Wir wüssten, du zum Doktor gehen, wenn du nirgends angemeldet bist. Wir erfahren, dass die Präsidentin des Staatenbundes mit selbstgemachten Autokennzeichen auf Österreichs Straßen unterwegs war. Man hat sich ja gewundert, dass mit ihrer eigenen Nummertafel keiner aufgehalten hat, nicht? Die hat eine eigene Nummertafel gehabt und keiner hat es aufgehalten? Ja, selber gemacht die. Was ist da drauf gestanden? Na, was war denn der Achter quergelegt, nicht so wie es schön vorne ist, nicht? Hinten und vorn. Jetzt stell dir vor, die fährt die rein. Ja. Dann bist du fertig mit der Welt, nicht? Oder viert war ein Zaum, das kann ja passieren, nicht? Monika Unger war ein Rednertalent. Darüber sind sich im M3 alle einig. Und viele ihrer Auftritte gibt es nach wie vor auf YouTube. So auch ihre Erklärung, warum man dem Staatenbund beitreten sollte. Naja, also im Staatenbund, also jeder Mensch hat das Recht, in Freiheit, Liebe, Freude, Glück, Wahrheit, Gerechtigkeit und Wohlstand eben zu leben. Und es ist nicht so, dass die Menschen sagen im Staatenbund, na, wir wollen für das oder das nicht bezahlen, sondern wir bezahlen Dinge nicht, wo wir eben glauben, dass es nicht rechtens ist. Hier aus dem steirischen Thermenland kamen die meisten Staatenbündler. Wir haben ehemalige Mitglieder kontaktiert. Vor der Kamera wollten die meisten nichts sagen. Seit der Verhaftungswelle ist man vorsichtig. Einige erzählen, dass sie sich von Monika Unger abgewandt hätten, als die sich zur unabwählbaren Präsidentin gemacht hat. Ein Machtmensch sei sie, so erzählt man uns. Sie hätte keine Konkurrenz vertragen. Schon als FPÖ-Gemeindepolitikerin in Bad Blumau sei sie sehr streitbar gewesen, sagt der FPÖ-Ortsparteiobmann Josef Tietz. Die Gemeinderatswahl 2010 wird er nie vergessen. Dann haben wir den Wahlkampf bestritten. War nicht ganz unproblematisch, weil die Funke wollte dann auf einmal 2010, wo ich mit einem Spitzenkandidat abgesprochen war, dass ich das mache, wollte sie auf einmal Spitzenkandidatin machen. Und war halt auch nicht ganz unproblematisch. Aber wir haben einen Tag geschafft. Das ist auf mich zugesprochen worden. Nach diesem Vorfall hätte es ein Jahr keinen Kontakt mehr gegeben, erzählt Josef Tietz. 2011 war es so, dass die Frau Unger da irgendwie im Bezirksvorstand hat's Probleme gegeben. Sie ist dann mit der Funktionsverbot belegt worden und hat bis 2014 keine Funktion in der FPÖ ausüben können. Was genau passiert ist, ehrlich gesagt, das kann ich gar nicht sagen, hat mich nicht interessiert. Irgendwelche gewisse Aussagen hat es gegeben, ist aber in die Zeitungen publik gemacht worden, aber ich habe mich da nicht so interessiert. Nicht. Und 2014, wie diese Funktionssperre abgelaufen ist, hat sie wieder wollen, an meiner Stelle die FPÖ in den Wahlkampf 2015 zu führen. Und da hat es Diskussionen gegeben, eine ganz große, das sind die Geschichte der FPÖ angegeben, weil da war der Landeshauptmann Kogler dabei und gesagt, sowas hat er noch nie mitgemacht, wie wir da diskutiert haben.
Und dann ist sie aus der FPÖ ausgetreten und hat sich ganz auf ihr Projekt Staatenbund konzentriert. In allen Bundesländern sollen sich eigene Staaten bilden. Eine Gründung ist auf diesem YouTube-Video dokumentiert. Ja, also jetzt erfolgt die Aufnahme quasi des Staat Vorarlbergs in den Staatenbund Österreich. Deswegen möchte ich euch jetzt da fragen, der Staatenbund Österreich fragt euch jetzt ganz offiziell, wollt ihr in den Staatenbund Österreich eintreten? Jawohl, das wollen wir. Dann heißt euch der Staatenbund Österreich herzlich willkommen. Ja, danke. Ja, super. Ja. Zuerst die Frauen. Um aus dem System auszutreten, benötigt man zuerst eine Lebendmeldung. In einem YouTube-Video erklärt Monika Unger, was das überhaupt ist. Ja, also alle Menschen, was eben im Staatenbund Österreich eingeschrieben sind, die werden von uns lebend gemeldet. Und das muss man ein bisschen erklären, weil ja alle Menschen in der Republik Österreich für tot erklärt wurden. Für 10 Euro konnte man so eine Lebendmeldung kaufen. Laut Monika Unger war man damit ein freier Mensch und hatte auch keine Schulden mehr. Und darüber hinaus gelangte man als lebender Mensch zu ungeahnten Reichtum. Jeder lebende Mensch bekommt nämlich bei seiner Lebendgeburt ein Treuhandvermögen geschenkt. Das heißt, für jeden Menschen ist alles schon im Vorhinein bezahlt. Für jeden Menschen liegen auf diesen Treuhandkonten mindestens 10 Milliarden Dollar. Das heißt, es ist sogar ein bisschen mehr. Jeder, der sich nach Ausstellung der Geburtsurkunde nicht innerhalb von 7 Jahren lebend meldet, wird einfach für tot erklärt. Sozusagen auf See verschollen. Man nimmt an, er ist nicht da. Capitis deminutio maxima, den bürgerlichen Tod erlitten. Im August 2017 haben wir den Schlosskutscher Rudi Almer in der Südoststeiermark besucht. Auch seine Ex-Partnerin war dem Staatenbund Steiermark beigetreten und besaß so eine Lebendmeldung. Er hat sich an uns gewandt, weil er sich große Sorgen um die gemeinsame Tochter gemacht hat. Auch das damals 7-jährige Mädchen wurde von der Mutter lebend gemeldet. Begonnen hat es mit der Esoterik aus meiner Sicht. Es wurde ihr mal eine Äußerung gemacht, und zwar quasi, sie lässt sich in ihrem Tun und Wirken nicht beeinträchtigen, weil sie spricht mit Tieren und so weiter. Und hat sich ja nachher auch selbstständig gemacht in der Esoterik-Szene. Ne? Sie hat ja selber quasi, sie macht Herzrituale, Räucherrituale und auch unter anderem Tierkommunikation. Waren Sie da mal dabei bei so einer Tierkommunikation? Nein. Im August 2016 meldete die Mutter schriftlich ihr, wie sie schreibt, Menschenkind von der Regelschule ab, um es häuslich zu unterrichten. Mit der Begründung, Zitat, da ich mir bewusst bin und mich gedanklich über den sogenannten Tellerrand hinausbewege, kann ich nicht anders als festzustellen, dass unser System erkrankt ist. Wenn ich so eine Gesinnung habe, dann ist es für mich persönlich keine Vorbildwirkung gegenüber der Tochter. Ich meine, ich kann da nicht mein Kind erziehen, ich nehme alles vom Staat und ich erkenne ihn nicht an. Das kann es nicht sein. Rudi Almer, der mit seiner Ex-Partnerin die gemeinsame Obsorge hat, kämpft seit 3 Jahren darum, dass seine Tochter wieder zur Schule geht. Das soziale Umfeld würde ihr fehlen und er ist der festen Überzeugung, dass die schulischen Leistungen deutlich besser sein könnten. Doch niemand würde seine Hilferufe ernst nehmen. Ich fühle mich sehr im Stich gelassen, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, ja, das, da wollen wir nicht oder da können wir nicht, das ist nicht unser also das, jeder weicht eigentlich aus. Das ist eigentlich für mich die Gesetzeslage auch nicht nachvollziehbar ist, weil da geht es um Kinder. Und die Kinder werden einfach eingetragen in einen staatsfeindlichen Verein. Ich meine, da müssen doch die Alarmglocken wirklich schrillen. Rudi Almer wird von Rainer Pötz unterstützt. Auch seine Ex-Frau ist beim Staatenbund und hatte die 3 gemeinsamen Kinder vom Schulunterricht abgemeldet. Herr Pötz hat mittlerweile per Gerichtsurteil erwirkt, dass die Kinder bei ihm leben und wieder zur Schule gehen. Das hat angefangen mit der Nachbarin. Mit der Nachbarin war sie wacken, Radl fahren. Die Nachbarin ist esoterisch angehaucht. Dann hat meine Partnerin mit den Kursen angefangen, mit Geistheilung, Geistheilungsmeister bis zur Geistheilungsmeisterin, dann über Channeling, Quantencoaching
unzählige Bücher über esoterische und spirituelle Themen gelesen, YouTube-Vorträge angehört, dann Robert Betz Vorträge, dieser deutsche Guru. Und letztendlich war das Entscheidende ein Lichtnahrungsseminar in Baden bei Wien. Dort hat sie eine Wesensveränderung mitbekommen, quasi eine Gehirnwäsche. Nach dem Seminar war sie ein anderer Mensch. Sie ist heimgekommen und gesagt, ja, du bist ein anderer Mensch. Sie ist dann nur in Weiß herumgegangen. Weiß war die Seminarkleidung und Weiß hat die höchste Schwingung laut esoterischen Vorgaben. Dann hat sie sich von der Licht ernährt, also Lichtnahrung. Das ist, hat nur ein paar Wochen angedauert. Das hat dann umgeschwenkt auf vegane Ernährung. Im Herbst hat sie dann versucht, ihre Bücher wegzuschmeißen, Fotoalbum wegschmeißen. Sie wollte sich vom Alten trennen und irgendwann bin dann ich an die Reihe gekommen und sie hat zu mir gesagt, ich schwinge nicht gleich. Ähnlich wie die Staatenbündler sind die sogenannten Freemen. 2015 haben wir Joe Kreisler begleitet, als er in einem oberösterreichischen Schloss seinen eigenen Staat ausgerufen hat. Ja, Österreich. Geschichtsträchtiges Platzl, glaube ich. Es sind da viele hundert Jahre. Aber ich weiß nichts, ich kenne keine Details. Schloss Walchen wurde 1583 erbaut und gehörte einer Anhängerin der Freemen. Hier im Schloss wollten sie eine Kommune gründen. Joe Kreisel komponierte mit seiner Mutter viele Hits für den Grand Prix der Volksmusik. Unter anderem das Lied Steirermen sind very good. 2012 schlitterte er in den Privatkonkurs. Kurz darauf schrieb er der Regierung seinen Austritt aus der Systemsklaverei Österreich. Du kannst mit Musik die Welt nicht verändern. Du kannst es unterhalten. Und jeder singt das Lied mit, aber er ändert es nicht. Und deswegen habe ich aufgehört, Musik zu spielen, dass die Leute unterhalten werden. Seitdem halte ich diese Vorträge und studiere diese Sklaverei und die Freiheit. Und da kann man Geld auch damit machen? Ich mache das nicht, ich kriege das. Es kommt zu mir. 2015, Bezirksgericht Baden. Robert Zieber, ein Freeman, muss vor Gericht. Ein Exekutionsverfahren wegen 390 Euro. Rechnungen, die ihm der Staat schickt, zahlt Herr Zieber nicht. Denn seine Person existiere nur als Urkunde. Mit ihm als Mensch habe das nichts zu tun. Aber zunächst geht es darum, dass ich dem Gericht klar mache, dass ich als Mensch hier stehe und dass die Rechtsprechung in dieser Republik für Menschen nicht da ist. Es geht nur nach Personen. Das heißt, Sie anerkennen diese Rechtsprechung nicht? Richtig. Das ist eine Personenrechtsprechung, das ist ein Verwaltungsakt der Republik Österreich. Damit wird die Person gegründet. Und dieser Verwaltungsakt bedeutet, dass die Person im Eigentum der Republik ist und daher sind Rechte und Pflichten und die Haftung nur für die Republik gegeben. Und wenn ich nicht freiwillig sage, dass ich die Person bin, gibt es eigentlich nur mehr Verstöße gegen die Menschenrechte eigentlich von den Behörden her. Und die Strafe würden Sie im gegebenen Fall dann wahrscheinlich auch nicht akzeptieren? Ich kann als Mensch keine Strafe akzeptieren, die aus einem Personenrecht kommt. Ich bin nicht Mitglied dieser Treuhandschaft. Ich bin nicht Mitglied der Treuhand Republik Österreich. Ich lasse mich nicht als Treuhandvermögen verwalten. An die 80 Gleichgesinnte sind gekommen. Herr Zieber hat übrigens keine Sozialversicherung mehr. Die Freemen lehnen alles ab, was Teil des Systems ist. Meldezettel werde ich jetzt demnächst zurückgeben und werden wir auf hohe See melden. Die Person ist auf hohe See, wir sind im Handelsrecht. Ne? Also auch die Person ist im Handelsrecht, wir werden als Schiffe betrachtet, mehr oder weniger, als Ladegut. Und ich werde den Meldezettel möchte ich demnächst eben auf hohe See ausstellen, auch für unbestimmte Zeit. Und es werden immer mehr, die heute den Prozess beobachten wollen. Aus allen Bundesländern sind Gleichgesinnte angereist. Das hat Methode. Übers Internet werden solche Verhandlungstermine publik gemacht. Es geht darum, Präsenz zu zeigen. Die Gerichte sind mit diesem Vorgehen oft überfordert. Heute sind es ca. 80 Menschen, die in den kleinen Verhandlungssaal wollen. Sind Sie der Herr Zieber? Nein. Wer ist der Herr Zieber? Herr Robert Zieber? Der Herr Robert Zieber ist in Form einer Geburtsurkunde da. Ja, gut. Dann gehe ich davon aus, dass Sie das sind. Nein, nehmen Sie bitte, ja, nehmen Sie trotzdem, ja, nehmen Sie bitte in der Mitte Platz. Ich stehe ganz gut. Gut. Die anderen Herrschaften, die keinen Sitzplatz haben, ersuche ich, den Saal zu verlassen. Die Richterin fordert Polizeischutz an, aber niemand will den Verhandlungssaal verlassen. Die Freemen verlangen Ausweise von den Polizisten.
Ich vollziehe jetzt das, was die Frau Richterin angeordnet hat. Auf welcher Rechtsgrund? Ich bin ganz sicher, dass ich das machen werde. Nein, wissen Sie, dass das eine Richterin ist? Ich bin fest überzeugt. Ich bin überzeugt. Wir möchten Sie ganz höflich bitten, sich auszuweisen. Einfach Ihre Ausweispflicht nachkommen, genau, und uns Ihren Amtsausweis, der Sie für diese sogenannte Amtshandlung berechtigt, beziehungsweise die Richterin soll sich ausweisen, dass sie überhaupt Ihnen etwas sagen kann. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet. Sie sind gesetzlich verpflichtet dazu. Vor dem Verhandlungssaal kommt es zu einem Tumult. Ja, genau. 17 Zentimeter. 17 Zentimeter. Ich bin Zeugin, er hat nichts da. 17 Zentimeter, ich bin zurück. Er hat nichts da. Los, weg da. Weg da. Mir greift keiner. Was glaubt ihr eigentlich? Seid ihr Menschen oder seid ihr nur Dinge, die was machen? Wir wollen einen unterschriebenen Haftbefehl sehen, bitte. 2015 hat sich im oberösterreichischen Hackenbuch eine weitere Freeman-Kommune gegründet. Der alte Bauernhof gehört Manfred Lorenz und seiner Frau. Ja, dann packen wir's, oder? Der gebürtige Bayer ist Heiler und Schamane. Normalerweise, erzählt er uns, trägt er keinen Hut, aber... Es ist momentan Erdung angesagt. Wir haben ein sehr, sehr rasantes Tempo, also auch über die Sonnenstürme und was sich kosmisch-energetisch da tut, ist Erdung. Darum habe ich jetzt auch einen Hut. Ich bin eigentlich überhaupt kein Hut-Typ, aber einfach um oben ab und zu mal zuzumachen, sonst fliege ich davon. Manfred hat sich seinen Traum erfüllt und einen, wie er es nennt, Stamm gegründet. Bis zu 30 Menschen waren im Sommer hier, 5 wollen sogar hier überwintern. Hier im Wohnwagen lebt Freeman Martin. Auch er hat die Regierung schriftlich über seinen Systemaustritt informiert. Da steht eben drinnen, dass ich diesen Entitäten oder dieser Republik Österreich nicht mehr gehorche, weil ich mich nicht mehr in Österreich befinde. Also diese fiktive Idee von Österreich, die haben wir verlassen einfach. Ja. Und das sind eben 5 Seiten, da erklärt man unter Eid, eben, dass man keinen Schaden verursacht, ja, dass man für das Leben da ist und nicht keinen anderen Lebewesen irgendeinen Schaden zufügt und so. Steht da drinnen zum Beispiel, dass man in österreichischen Bundesforstwäldern oder so Holz sammelt, einfach um zu heizen. Bei alles, was öffentliches Gut ist, gehört uns. Nicht dem Staat, sondern der Bevölkerung quasi, wenn man das so sagen würde. Und das kann er natürlich nutzen. Ja. So wie Martin hat auch Manfred Lorenz eine Austrittserklärung an die Behörden geschickt. Er war Unternehmer, die Firma ging in Konkurs. Heute ist er Musiker und Kabarettist, besitzt keine Sozialversicherung und versucht, so gut es geht, auf alle Dokumente zu verzichten. Ja, auf alle Fälle habe ich jetzt wieder einen gültigen Reisepass, aber keinen Ausweis. Weil gar keinen? Nein, gar keinen. Sozialversicherung? Brauche ich nicht. Und was ist, wenn Sie krank werden? Ich kenne so viele Heiler und so viele Ärzte und so viele Leute, die gesund machen können. Ich brauche kein krankes Haus. Und auch keine kranke Kasse. Und keinen Krankenschein. Und keine Krankbescheinigung, dass ich schriftlich habe, dass ich krank bin. Das sind alles Muster, die uns krank machen. Das hört jetzt auf. Also ich habe sogar Menschen, die mir zur Not einen Fuß annähen würden. Und was das dann kostet, das machen wir uns dann auch aus. Such dir Freunde, dann brauchst du keine soziale Versicherung, die dir mit Sicherheit etwas verspricht, was sie sicher nicht hält. Viele, die aus dem System austreten, sich dem Staatenbund anschließen, Freeman oder Reichsbürger werden, haben Schulden. So wie Gerhard U. Er hat uns erlaubt, dieses Video zu zeigen. Die Zwangsräumung seiner Liegenschaft. Sie haben mir jetzt, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen 30 Minuten geben, dass Sie Ihre persönlichen Dinge zusammenpacken. Und sonst wird alles mitgenommen und eingeladen. Du weißt schon, dass du Völkerrechtsverbrechen machst und dass deine Anzeige kriegst im Völkerrecht. 30 Minuten haben Sie Zeit. Ich bin nicht der, ich bin der Gerhard aus der Familie. So viel Zeit muss sein, ja? Da machen wir mit Ihnen nichts zu tun. Da drüben ist mein Hausrecht. Das ist zum Befolgen, bitte. Das ist auch meine Hausordnung. Da steht das Stadtgrundgesetz. Sie haben da kein Hausrecht mehr, weil die Liegenschaft gehört nicht mehr Ihnen. Dann hätte ich bitte gerne den ganzen Namen da was noch einbrechen. Hallo, ich rede mit euch. Derjenige, was da einbricht, dein Name bitte, deine Anschrift bitte. Wir sprechen nur mit dem Gerhard. Du willst mit der Geburtsurkunde reden? Die Staatsverweigerer werden immer mehr zum Problem für Justizangestellte. Bei Zwangsräumungen bekommen Gerichtsvollzieher Polizeischutz. Jetzt brechen sie da ein, steigen sie ein. Ich fühle mich alles mit.
Ja. Wir treffen einen steirischen Gerichtsvollzieher, der anonym bleiben will. Seit 23 Jahren ist er dafür zuständig, die vom Gericht beauftragten Zwangsräumungen durchzuführen. Die erste Begegnung mit einem Staatsverweigerer wird er nicht vergessen. Jedenfalls waren dort ein Aufgebot von ungefähr 30 Polizisten und 20 Grobreinheiten, als ob ein Schwerverbrecher da drin sitzt. Da war die Frau Monika U. dabei, die habe ich dort das erste Mal gesehen, und ungefähr 30 so Anhänger. Aber im Endeffekt war die Amtshandlung relativ ruhig und wir sind reingekommen ins Haus und der Schätzmeister hat die Schätzung vollzogen. Aber nur der Aufwand, der dahinter steht, der ist gewaltig. Da wird eine Maschinerie in Bewegung gesetzt, das ist brutal. Also kann man sagen, es war ein unglaublicher Aufwand, der natürlich auch auf Staatskosten gegangen natürlich, ist. Natürlich, nur auf Staatskosten. Aber derjenige, der hat halt dann alles zu verlieren. Weil das ist die Zwangsversteigerung. Und das ist die schlimmste Exekution, die es grundsätzlich gibt. Weil dann steht man vor dem Nichts, wenn das Haus weg ist oder wenn die Wohnung weg ist. Und gerade bei solchen Gruppierungen, es hatte keine Erfahrungswerte gegeben, wie die Leute echt sind oder wie sie agieren. Und es hat halt leider schon in unserer Berufssparte Übergriffe oder Angriffe auf Gerichtsvollzieher gegeben, wegen Kleinigkeiten. Aus medienrechtlichen Gründen haben wir alle Videos, die auf YouTube hochgeladen wurden, verfremdet. Jeder, ich hätte von jedem gern den Namen und die Dienstnummer. Ja. Wenn die Amtshandlung beendet ist, bekommen Sie selbstverständlich. Ihr könnt keine Amtshandlung machen, weil ihr keine Beamten seid. Sollten Sie diesen Betrag jetzt nicht bezahlen, sind Sie festgenommen. Ja. Ich zahle die 400 Euro, die ausgemacht sind. Ja. Wie viel? Die zahle ich. Und du wirst mir jetzt verkohlen, echt. Du wirst mir jetzt echt verkohlen. Ich zahle die 400 unter Zwang. So, die 400 einmal. Überlegt doch einmal. Was ihr macht? Überlegt doch einmal. Was macht ihr? Ihr klaut uns? Hass, wenn ihr meint, hallo, dass ihr bitte. Das machen könnt. Bitte. Nein, wenn ihr meint. Ich bin der Meinung, bleiben Sie hier. Nein, wir leisten keinen Widerstand. Wir leisten keinen Widerstand. Ich leiste doch gar keinen Widerstand. Wo ist denn dieser Widerstand? Aua! Auf einem YouTube-Video erklärt Monika Unger, wie man sich bei Polizeikontrollen und gegenüber Behörden verhält. Wenn der Polizist vor der Tür steht, dann soll er sich einmal ordentlich legitimieren, dass er überhaupt ein staatlicher Beamter ist. Und das ist er ja nicht, er ist nur angestellt bei einem Unternehmen. Genau. Also nur nicht in die Hosen machen, sondern lacht ihn einfach an, sagst, ich bin im Naturrecht und im Menschenrecht und im Völkerrecht daheim. Und Sie sind im Handelsrecht und ich nehme keine Angebote Ihres Unternehmens an. Es gibt in Österreich keine generelle Ausweispflicht, vorgedessen können Sie mir im Arsch lecken. Punkt 1 und Punkt 2, wenn Sie meinen Ausweis sehen wollen, sagen Sie mir erst einmal den Amtsausweis bitte. Ihren Amtsausweis und keinen Dienstausweis. Mit der Wortmarke Polizei können Sie scheißen gehen. Ja, ganz normal gehört, Sie können scheißen gehen mit der Wortmarke Polizei. Sie sind ein Bediensteter der Firma Österreich und ich unterliege keinen Gesetzen einer scheiß Firma. Und wenn Sie etwas anderes sagen, dann sagen Sie das bitte einmal auf Kamera. Sind Sie Beamter? Sie sind Beamter. Aha, okay. Sind Sie auch Beamter? Wie ist Ihr Name? Ja. Sind Sie Beamte, oder? Ja. Okay, passt. Dann werde ich das der Genfer Konvention weiterleiten. Gerne, dass Sie Bescheid wissen. Zeigen Sie mir das bitte. Nein, ich zeige Ihnen gar nichts. Es gibt keine Ausweispflicht. Nein, ich zeige Ihnen nichts. Und Sie... Motor mal bitte ab. Nein, ich mache gar nichts. Ich habe mir gar nichts zu befehlen. Ihr seid irgendeine Leute. Ihr seid Arschlöcher. Szenen wie diese haben Behörden und Justiz vor Augen geführt, wie hilflos manche ihrer Vertreter sich den Staatsverweigerern gegenüber verhalten. Jetzt reagiert die Justiz. 21. April 2017 vor dem Landesgericht Graz. In einer österreichweiten Razzia wurden 26 Staatsverweigerer festgenommen, darunter Monika Unger. Die Präsidentin des Staatenbundes Österreich kündigte im Internet an, die gesamte Bundesregierung verhaften zu lassen. Helfen sollten ihr dabei der russische Präsident Wladimir Putin und der amerikanische Präsident Donald Trump. Ja, also wir waren am Freitag, am 5. August, waren wir bei der Militärpolizei und haben ein 1,5-stündiges Gespräch gehabt mit dem Chef dort. Und es war ein sehr konstruktives Gespräch. Und wir haben ihm ganz genau über die Rechtslage aufgeklärt. Wir haben bereits die ersten Haftbefehle abgegeben für Richter, Gerichtsvollzieher und Bezirkshauptmänner.
Und da muss man jetzt dazu sagen, dass wir vorher diese Herrschaften ganz genau über die Rechtslage aufgeklärt haben und die dann trotzdem, obwohl ihnen bewusst gemacht wurde, dass sie da ein Menschenrechts- und ein Völkerrechtsverbrechen machen, sie trotzdem über die Rechtslage drüber gegangen sind. Mit diesen Haftbefehlen hatte Monika Unger den Boden endgültig überspannt. Die österreichischen Behörden sahen im Staatenbund keine harmlosen Spinner mehr. Es geht so nicht weiter. Es gibt eine upig.de, eine Seite, da steht drinnen, dass Österreich eine Firma ist. Jede Landespolizeidirektion, jedes Gericht, jede Staatsanwaltschaft sind alles Firmen. Warum wird das nicht beantwortet? Was ist da im Hintergrund wirklich? Und welches Anliegen haben Sie? Welches Anliegen ich? Die Wahrheitsverdrehen oder wie? Denken Sie, dass ich das tue? Hä? Denken Sie, dass ich das tue? Das wissen wir. Das wissen wir, das ist bekannt. Lügenmedien, haben Sie schon was gehört von? Ne? Lügenpresse meinen Sie? Ja. Jetzt wollte ich noch was dazu sagen. Sie sagen Lügenpresse, dann muss ich sagen, nicht zu Ihnen, halt die Fresse. Passt doch gut zusammen. Ne? Ja, reimt sich schön. Ja. Sehen Sie. Das habe ich mit, weil ich es dort da habe, oder? Wir sind doch alle im Herz, oder? Ja, sind wir. Naja, dann. Aber Sie drücken ja was aus damit, denke ich. Ja, ja. Richtig. Was denn? Dass wir in der Wahrheit, im Licht und in der Liebe stehen. Graz, 21 Monate später. Monika Unger und 13 weitere Staatenbündler müssen sich in einem der größten Geschworenenverfahren der Zweiten Republik vor dem Landesgericht für Strafsachen verantworten. Laut Gutachten sind alle Angeklagten zurechnungsfähig. Wir hätten gerne mit Monika Unger persönlich geredet. Es ist aber nicht möglich, da die Präsidentin des Staatenbundes seit fast 2 Jahren in Untersuchungshaft ist. Christian Riesemann ist Monika Ungers Pflichtverteidiger. Seiner Mandantin wird unter anderem versuchte Bestimmung zum Hochverrat vorgeworfen. Darauf stehen 10 bis 20 Jahre Haft. Sagen Sie, anerkennt Sie die Frau Unger als Ihren rechtmäßigen Pflichtverteidiger? Sie anerkennt mich als Mensch und sie akzeptiert auch, dass ich sie vertrete und auch bestmöglich verteidige. Aber sie findet auch, dass ich zum System Firma Österreich gehöre und als solchen anerkennt sie mich natürlich nicht. Also ist das schwierig, mit ihr jetzt irgendwie zu reden oder wie ist das? Es ist eigentlich nicht schwierig, mit ihr zu reden. Ich habe also sehr viele Gespräche mit ihr geführt, weil sie sitzt ja immerhin seit April 2017 in Untersuchungshaft und da sind also regelmäßig Haftbesuche zu machen und auch Haftverhandlungen gewesen und da habe ich sehr viel mit ihr gesprochen. Sie ist menschlich meines Erachtens noch durchaus erreichbar und ist ja, auf einer menschlichen Ebene kann man ganz normal mit ihr reden. Also sie ist schon zugänglich, aber halt sehr verfangen in ihren verqueren Gedanken. Seine Mandantin und die 13 Mitangeklagten hätten übers Ziel hinausgeschossen und das hätte man auch unterbinden müssen, sagt Riesemann. Aber der Rechtsanwalt ist überzeugt davon, ihr Hochverrat vorzuwerfen, sei maßlos übertrieben. Aber ernst zu nehmen sind die natürlich nicht, in keinster Art und Weise. Wenn man die ernst nehmen würde, dann würden wir uns ja mehr oder weniger auf Augenhöhe begeben mit dem sogenannten Staatenbund Österreich. Und das haben wir, glaube ich, als Republik Österreich wohl wirklich nicht notwendig, dass wir uns hier bedroht fühlen von so einer wirklich dilettantischen Bewegung. Wir treffen eine junge Frau, deren ganze Familie einst im Staatenbund war. Sie will sich nicht vor der Kamera zeigen. Es würde ihr beruflich schaden, wenn man sie mit dem Staatenbund in Verbindung bringen würde. Die Eltern hatten Schulden. Das Haus wurde zwangsversteigert. In dieser schwierigen Situation trafen sie Monika Unger. Also ihre Grundintention war auf jeden Fall, dass sie Gutes für die Menschen will. Dass das Ganze dann ein bisschen im Kampfmodus geändert ist, das war natürlich blöd. Und wenn man im Kampf ist, erzeugt man immer Druck. Das erzeugt Gegendruck und dann ändert die Geschichte immer in einer kleinen Explosion. Das heißt aber, das Ganze war wirklich am Schluss ein Kampf. Kann man das genauso bezeichnen? Ja, im Grunde schon. Das war die Regierung gegen die Monika gegen die anderen. Und im Grunde haben alle gegenseitig gekämpft, statt dass man sich zusammentut und was Gutes halt aufbaut.
Und das Ganze, das war das eine große Community damals? Das war so 2016. Wie würden Sie das beschreiben? Ja, es war riesig. Also da waren Tausende von Menschen in Wahrheit dabei. Und alle hatten eigentlich eine Grundintention, dass eben einfach Menschlichkeit in der Welt mehr vermehrt integriert wird. Und warum haben Sie sich von der Monika und dem Staatenbund distanziert? Das war einfach vom Bauchgefühl her nicht mehr stimmig. Die Frau erzählt uns, dass sich viele abgewandt hätten, als sich Monika Unger zur unabwählbaren Präsidentin gekürt hat. Es war eigentlich eben der Punkt, der sie dann falsch angefühlt hat, weil es nicht mehr die Gemeinschaft war, sondern eben jemand, der halt quasi das Ganze in der Hand hat. Landesgericht für Strafsachen Graz. Am 25. Jänner 2019 haben 8 Geschworene entschieden. Die beiden Hauptangeklagten Monika Unger und ein ehemaliger Gendarm werden in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Für viele erstaunlich, auch der versuchten Bestimmung zum Hochverrat. Das Urteil 14 bzw. 10 Jahre Haft. Die anderen Angeklagten wurden vom Vorwurf des Hochverrats freigesprochen. Alle werden aber wegen Bildung einer staatsfeindlichen Verbindung, gewerbsmäßig schweren Betrugs, Nötigung und Anstiftung zum Amtsmissbrauch nicht rechtskräftig verurteilt. Weil Staatsanwalt, Richterin und Geschworene im Vorfeld von Staatsverweigerern bedroht wurden, darf man sie nicht erkennen. Rechtsanwalt Christian Riesemann ist schockiert. Für uns ist das Urteil sehr hart ausgefallen, das muss man sagen. Und wir werden in der Nichtigkeitsbeschwerde versuchen darzustellen, dass es sich bei dem Ganzen eben um einen wirklich untauglichen Versuch gehandelt hat, der nicht zu einer Verurteilung nach Hochverrat führen kann. In Wien im Justizpalast treffen wir Gerhard Scheucher. Er ist Gewerkschaftsvertreter für den öffentlichen Dienst. Es war höchste Zeit zu handeln, sagt er. Staatsverweigerer wurden immer mehr zum Problem für Gerichtsbedienstete, vor allem Richterinnen und Gerichtsvollzieher. Es ist natürlich ein kompletter Rechtsbereich unterlaufen geworden. Ne? Und das hat Nachahmer. Und das hat man ja so typisch gesehen. Das sind am Anfang ein paar, dann haben die ersten Diplomrechtspflegerinnen, Richter, bei uns der Präsident ein Schriftstück gekriegt. Der Präsident hätte gleich 13 Millionen zum Zahlen gehabt. Für Gerhard Scheucher ist das Urteil in keiner Weise überzogen ausgefallen, sagt er. Es war auf jeden Fall eine Bedrohung vom Rechtsstaat. Und ich glaube, wir waren schon relativ knapp, dass man wirklich die gesetzlichen Bestimmungen gemacht hat und dass man dann auch wirklich durchgefahren ist. Nicht? Und ich muss wirklich sagen, ein besonderes Lob von meinerseits da wirklich an die Rechtsprechung. Und wir merken es jetzt schon, es ist viel ruhiger geworden, weil die Trittbrettfahrer natürlich weggefallen sind. Nicht? Wissen Sie, früher klingt ja gut, wenn Sie 20.000 Euro Schulden, brauchen nichts mehr zahlen. Jetzt mit Haft bedroht, man weiß ja nicht, wie rechtskräftig es wird, aber gerade die Chefin aus der Steiermark, das sind schon etliche Jahre und das bringt schon etliches. Nicht? Also wir sind sehr froh, dass es jetzt so gekommen ist und für mich war es eine echte Bedrohung des Rechtsstaates. Wirklich? Ja. Waren auch Menschen darunter, die Angst gehabt haben? Ja, wir haben gehabt, ich kann mich erinnern an einen Gerichtsvollzieherkollegen, der mich angerufen hat, wo die Partei gesagt hat, wir wissen nicht genau, wo deine 2 Kinder schul gehen und da hört sich dann der Spaß auf. 4 Wochen später fahren wir ins niederösterreichische Lunz am See. Wir wollen wissen, was das Urteil in der Staatsverweigererszene bewirkt hat. Gibt es noch Menschen, die offen sagen, dass sie den Staat und seine Gesetze ablehnen? Oder arbeiten sie vielleicht im Untergrund weiter? Einer, der sich bereit erklärt, vor der Kamera mit uns zu sprechen, ist der ehemalige Gründer und Präsident des Staates Niederösterreich der Herzen, Werner Enekel. Er war einer der 14 Hauptangeklagten. 86 Tage war er in Untersuchungshaft. Zumindest vom Vorwurf des Hochverrats wurde er freigesprochen. Vom Staatenbund und Monika Unger distanziert er sich heute. Die Monika Unger hat dieses Werk geführt, geleitet und als die Wahrheit verkauft. Und das habe ich niemals gemacht. Haben Sie das alles für richtig empfunden, was die Monika Unger gesagt hat? Nein, habe ich nicht. Ich habe das immer hinterfragt und habe gesagt, dass die Monika das behauptet. Und ich wollte prüfen, ob das stimmt oder nicht. Und dadurch habe ich auch die eine oder andere Aktivität gesetzt, um das zu testen.
Ja, und erklären Sie mal, was haben Sie zum Beispiel getestet? Nee, ich habe getestet diese Kennzeichen, ob man damit fahren kann, wie sie behauptet hat in ihren Vorträgen. Bis nach Vorarlberg und wieder retour ist Herr Enöckel mit den Fantasiekennzeichen gefahren. In seinem Heimatort Lunz am See wurde er dann von der Polizei gestoppt. Der ehemalige Unternehmer war schon immer offen für alternative Lebenskonzepte. Das hat mich immer interessiert, wenn jemand etwas anders gedacht hat als die Norm. Also normal zu sein ist nicht so lukrativ und ist keine große Herausforderung für mich in diesem Land. Und so habe ich mir das einmal angehört. Und dass man mit dieser Lebendmeldung sich von der Verwaltung der Republik Österreich trennen kann, hat sie behauptet. Ne? Haben Sie sowas gehabt, eine Lebendmeldung? Ich habe die Lebendmeldung gehabt, ja. Viele haben sich mittlerweile, wie Herr Enöckel, vom Staatenbund abgewandt. Heute weiß ich natürlich, dass es nicht funktioniert. Damals habe ich das nicht gewusst. Ich war zwischen den zwei Meinungen und wollte wissen, wer hatte recht. Und wer hatte recht? Das wissen wir vielleicht heute auch noch nicht, wer recht hat. Dass es nicht funktioniert, das wissen wir. Dass es in der Republik nicht anerkannt wird. Das, was die Monika gemacht hat, dieses ganze Werk, ist nichts wert. Funktioniert einfach nicht in der Republik Österreich. Nach Bad Blumau wird Monika Unger so bald nicht mehr zurückkehren können. Wir haben mit ihrem Mann telefoniert. Er war nie Mitglied des Staatenbundes und erzählt, dass es ihm nicht gut gehe. Niemand wolle mehr etwas zu tun haben mit seiner Familie, aus Angst. Die früheren Anhänger seiner Frau seien alle nur Egoisten, ärgert er sich. 40 Kilometer weiter in Rohrbach an der Lafnitz treffen wir den Bürgermeister Günther Putz. Er hatte viele, vor allem weibliche Staatsverweigerer im Ort. Mittlerweile habe sich die Lage entspannt. Die einstigen Systemkritikerinnen organisieren heute so manche Gemeindeveranstaltung. Gibt es noch diese Staatsverweigerer hier in der Gemeinde? Wenn es sie gibt, dann sind sie absolut nicht mehr unterwegs, so dass sie jetzt das offensiv betreiben würden. Derzeit mit einigen Damen, die konkret sehr gut dort oder sehr tief involviert waren in das Ganze. Die sind zum Teil sehr engagiert jetzt, wo wir anfänglich natürlich auch mit einer gewissen Skepsis dem begegnet sind und gesagt haben, ob das nicht wieder in diese Richtung geht, jetzt, dass die vielleicht versuchen, aufgrund ihres Engagements wieder in diese Richtung zu lenken, können wir zurzeit nichts feststellen. Also eigentlich sehr ruhig, Gott sei Dank, und bis auf die persönlichen und familiären Schicksale hat sich das sehr gelegt. Die Normalisierung des Gemeindelebens habe vor allem mit dem Vorgehen der Justiz zu tun. Das Urteil sei für ihn ein wichtiges Signal gewesen. Ich glaube, dass der Prozess, so wie er ausgegangen ist, sehr wichtig war. Wenn man vielleicht diskutieren kann, ob dieses nicht in der Höhe des Strafausmaßes, aber in der Art, worüber entschieden wird, werden sicher viele diskutieren. Aber ein Art abschreckendes Beispiel, Stichwort jetzt Hochverrat, da zu schaffen, ist sicher kein schlechter Weg gewesen. Und was wurde aus den Staatsverweigerern in Schloss Walchen? Vor 4 Jahren waren wir dabei, wie Freeman Joe Kreisel hierher gezogen ist und Erl Österreich ausgerufen hat. Zur selben Zeit haben wir Freeman, Manfred und Martin kennengelernt. Im Sommer 2017 lebten hier über 200 Menschen, erfahren wir. Nachdem die Schlossbesitzerin in Privatkonkurs gegangen ist, wurde das Schloss verkauft. Der neue Eigentümer lässt Joe Kreisel hier weiter wohnen. Dafür kümmert er sich um die Parkanlage. Aber habt ihr jemals gedacht, dass ihr so als die Staatsfeinde irgendwann einmal dastehen werdet? Jein. Also ich war schon immer ein bisschen der Komische in der Familie. Mein Bruder ist Polizist, ich bin Freeman und lauter so komische Geschichten halt eben. Ja. Also mich wundert in meinem Leben gar nichts. Ja. So. Staatsfeind, ich habe mir schon Gedanken gemacht, bevor ich diesen Brief damals weggeschickt habe, was wird passieren, was wird das System wohl machen. Und die Erkenntnis, dass wenn ich das in China gemacht hätte zum Beispiel oder in Afghanistan oder irgendwo, dann war die Gefahr wahrscheinlich sehr groß gewesen, dass ich relativ schnell verschwunden war. So viel war mir bewusst, von wegen Staatsfeindlichkeit.
Aber mir war gleichzeitig bewusst, oder habe ich das Vertrauen gehabt, dass in Österreich das nicht passieren wird. Dass man sich das mit Österreich leisten kann. Wenn ich allerdings zur Revolution aufrufe, mit Waffengewalt und mit Einsperren und mit Verhaften, und das ist gefährlich. Aber das habe ich ja nicht da. Und vor allem ist mir jetzt nur nie wirklich so bewusst gewesen, glaube ich, bis vor einem halben Jahr, was ich oder wir da eigentlich umgerührt haben in dem ganzen System. Für mich war das immer so, ja, das muss ich halt machen und ist so ein bisschen Freizeitbeschäftigung irgendwie so. Ja. Sport, ja. Den Prozess in Graz hat Joe Kreisel sehr genau mitverfolgt. Das Urteil sei für ihn nicht nachvollziehbar. Was war denn der Fehler, den die Monika Unger gemacht hat? Ich denke, dass, wenn wir von einem Fehler sprechen wollen, dann war der Fehler der, dass sie nicht konsequent genug aus dem Recht ausgegangen ist. Ihr Problem, wenn man so sagen will, aus meiner Sicht, ist, dass sie im Recht war. Aber das darf man nicht so falsch verstehen, sondern das Problem ist, im Recht zu sein. Der Freeman verlässt das Recht, verzichtet aufs Recht und geht in die Sittlichkeit. Und die Monika ist im Recht geblieben, im Völkerrecht. Und das war eben ihr Problem. Und ich habe dann eben nicht den Streit gesucht, sondern habe versucht, den Weg des geringsten Widerstandes zu finden. Und sie hat den Streit gesucht, den offenen? Offensichtlich. In ihrer resoluten Art hat sie gesagt, ihr könnt mir gar nichts, ich werde es euch schon sagen. Und sie hat übersehen, dass gleichzeitig aber gegen sich selber antritt. Die Gruppe ist sich ihrer Sache heute nicht mehr so sicher. Aus den einstigen Systemaussteigern sind wieder weitgehend angepasste Staatsbürger geworden. Ein Freeman sei er heute jedenfalls keiner mehr, sagt Manfred. Heute würde ich sagen, was ist das? Also Freeman ist, also ich habe mich ans System wieder angebunden, weil es ist ja, wenn man mitspielt oder wenn man einfach auf einem, schau, oder mal so ein schönes Beispiel mit dem Monopoly, ich muss nicht jede Ereigniskarte ziehen, aber ich kann ja mitspielen. Und wenn ich mich halt einfach in diesem Spiel bewege und ich möchte reisen, brauche ich einen Reisepass. Das heißt ja nicht, dass man sich wieder unterwirft. Das Bewusstsein ist ja trotzdem da. Du unterwirfst dich nicht, sondern du agierst damit. Du operierst damit, wie wenn du einen Backstage-Ausweis hast. Natürlich kann ich meinen Reisepass herzeigen, den habe ich ja gekriegt für solche Events. Dass wenn irgendjemand da ist, der verwaltend schaut, ob das eh passt und so, wer geht da durch, wer ist das, da können wir ja mitspielen. Aber das heißt nicht, dass wir uns unterwerfen. Genau. Kann es sein, dass Personen in Wahrheit gar nicht echte Menschen sind? Man sagt, das sind nur so Fiktionen. Hast du einen Plan, was wir da tun? Bitte denk noch, bitte denk noch. Kann es sein, dass Kredite in Wahrheit keine echten Schulden sind? Dann buchen wir es aus, ich sag dir bitte. Wieso die Banker da so tun? Bitte denk noch, geht schon, denk noch. Kann es sein, dir fällt ein, so es reicht und zieht's Konsequenzen. Nur in einem Staat ist das Vaters und rundherum lauter Grenzen. Und deswegen singen wir Freiheit. Ich hab Freiheit. Was machst du? Machst du nur beim System mit? Da machst du beim Problem mit. Also schlafst du nur?